Dies ist die Geschichte eines Mannes, der seine kriminelle Organisation in Schweden so führte, wie man es von einer sizilianischen Mafia kennt, mit eiserner Faust und gut strukturiert. Mit ihm war nicht zu spaßen. Als Beispiel können wir eine seiner durchgesickerten PGP-Nachrichten zeigen, in der er sagte: Bruder, sorge dafür, dass diejenigen, die ihre Pflicht nicht erfüllt haben, bestraft werden. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee muss der Kommandant seine Soldaten bestrafen und belohnen. Ansonsten wird es nie Disziplin geben. Zusammen mit seiner Gruppe herrschte er über ein kleines Gebiet und verdiente durch den Verkauf von Drogen Geld. Doch dann geriet er in einen brutalen Streit mit jemandem, den er lange gekannt hatte. In den darauffolgenden Jahren waren beide Männer besessen davon, sich gegenseitig auszuschalten. Es entstand ein Konflikt, der zahllose Opfer forderte, darunter ein unschuldiges 12-jähriges Mädchen. Dies ist die Geschichte von Shihab Lahmoori und seinem Warby Network. Shihab Lahmoori ist ein schwedischer Mann marokkanischer Abstammung, der in der Gegend von Warby im Südwesten von Stockholm, Schweden aufgewachsen ist. Seit den 2010er Jahren galt er als der Anführer des Warby Networks. Nach Angaben der Polizei waren etwa 15 bis 20 Personen Mitglieder dieser Organisation. Viele von ihnen, wenn nicht sogar alle, hatten bereits schon mal Probleme mit der Polizei und wurden wegen Verbrechen wie Diebstahl, schweren Gewaltverbrechen sowie Drogen- und Waffenverstößen verurteilt. Das Warby Network hatte gute Beziehungen zu anderen Organisationen wie dem Hoxetra Network, dem Dalen Network und den Shottaz. Allerdings hatten sie auch einen sehr großen Feind, aber dazu später mehr. Im Gegensatz zu anderen schwedischen kriminellen Organisationen, die ohne eine relativ klare Struktur oder Hierarchie arbeiten, organisierte Shihab seine Gruppe sehr gut. Nach Angaben der Polizei ähnelte seine Netzwerkstruktur der amerikanischen Mafia mit sizilianischem Hintergrund. An der Spitze stand ein einziger Anführer, Shihab. Direkt unter ihm waren vier Personen, die die Polizei als Kapitäne bezeichneten. Dies waren entweder Verwandte oder Personen, die Shihab für nützlich und vertrauenswürdig erachtete. Unter ihnen waren sogenannte Kapitäne auf dem Schlachtfeld, die sich um Verstecke und Waffen kümmerten. Schließlich gab es die Soldaten, auch als Laufburschen bekannt. Diese Männer erledigten alle schmutzigen Aufgaben. Eine interessante Sache ist, dass die Mitglieder eine monatliche Mitgliedsgebühr von 3000 Kronen, etwa 250 Euro, zahlen mussten. Dieses Geld wurde für Waffen und andere Dinge verwendet. Obwohl Shihab für die Geschäfte verantwortlich war, hatte er niemals eine physische Beteiligung an den gekauften Waffen, dem Verkauf von Drogen oder dem Erhalt von Zahlungen. Er organisierte sein Netzwerk so, dass all dies durch seine unteren Ränge ausgeführt wurde, um ihn vor verbotenen Vorgängen sicher zu halten. Shihab prägte auch jedes seiner Mitglieder ein, dass man ein niedriges Profil halten sollte, da dies auf lange Sicht für sie alle vorteilhaft wäre. Er bestand darauf, keine unerwünschte Aufmerksamkeit der Polizei zu erregen. Doch wie behält man ein niedriges Profil, wenn man mitten in einem hitzigen Streit mit einem ehemaligen Freund steckt? Das ruft doch schon nach einer polizeilichen Untersuchung. Dieser ehemalige Freund von Shihab hieß Michael Yokana. Beide Männer wuchsen in der gleichen Gegend auf. Die beiden wurden bereits in jungen Jahren mit organisierter Kriminalität konfrontiert, da Kriminalität in der Nachbarschaft immer präsenter wurde. Sie wurden in den Drogenhandel verwickelt und nutzen Warby als ihr Revier für ihren Drogenverkauf. Was genau sie zu erbitterten Feinden machte, ist unklar. Die Polizei ist sich über den genauen Beginn des Konflikts nicht sicher, beschreibt ihn jedoch als Machtkampf um das Warby-Revier. Dieser Machtkampf führte dazu, dass Michael 2011 in einem Treppenhaus angeschossen wurde. Nach diesem Vorfall schien es kein Zurück mehr zu geben. Shihab würde das Revier nicht einfach so an Michael abgeben, und umgekehrt genauso wenig. Ein über mehrere Jahre dauernder Kampf begann. Laut der Polizei forderte Shihab Michael 2015 heraus und gewann den Kampf um Warby. Michael packte seine Sachen und ließ sich in Westeros nieder, aber die Feindschaft war längst nicht vorbei. Am 28. Januar 2017 wurde ein Mann namens Rejin Raza umgebracht. Er galt als Shihabs Chauffeur und war ein aufstrebender Kickboxer. In einem verzweifelten Versuch brachten Shihab und Hamo Bodakian ihn ins Krankenhaus, aber es war bereits zu spät. Es bestand sofort der Verdacht, dass Michael hinter diesem Anschlag steckte.
Die Rache folgte kurz darauf, als der mutmaßliche Schütze von Regen am 1. Februar 2017 selbst getötet wurde. Der Mann hieß Oliver. Die Verdächtigen waren Rodi Selig und Peyman Sehab. Laut Polizeiberichten bleibt unklar, ob dies etwas mit Jihab und Michael zu tun hatte oder doch mit etwas anderem zusammenhing. Die Meinungen zu diesem Vorfall unterscheiden sich. Dann geschah am 21. Oktober 2018 etwas Tragisches. Am Abend besuchten Shayan und sein Cousin Dia ein Restaurant, um beim Essen zu reden und eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Der 22-jährige Shayan studierte auf Lehramt und arbeitete in einer Apotheke. Er strebte danach, der Jugend dabei zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und sich von der Kriminalität fernzuhalten. Shayan musste am nächsten Tag arbeiten, also beschlossen sie, das Restaurant gegen 23 Uhr zu verlassen. Plötzlich fuhr ein Mann auf einem Roller vorbei und eröffnete das Feuer. Shayan wurde ins Krankenhaus gebracht, aber es war zu spät. Nach weiteren Ermittlungen bestätigte die Polizei, dass Shayan nicht das eigentliche Ziel war. Er hatte nichts mit der Kriminalität zu tun. Er sah nur zufällig ähnlich aus wie der Mann, den sie wirklich suchten, ein Mann namens Ahmed. Dies wurde später über Snapchat von einem der Beteiligten erwähnt. Die Polizei fand den Roller und die bei dem Angriff verwendete Waffe und brachte diese mit Hamo Bodagian, einem Mitglied des Warby Networks, in Verbindung. Er wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Nur 3 Wochen später wurde der Auftrag dann doch erledigt. Ahmed wurde umgebracht, während er noch mit jemand anderem im Auto saß. Beide Männer überlebten nicht. Der andere Mann war nicht Teil des Konflikts und war höchstwahrscheinlich nur Kollateralschaden für den Schützen. Die Spannungen zwischen Jihab und Michael stiegen nach jedem Angriff weiter an. Im August 2019 wurde Munir, ein Verbündeter von Michael, schwer verprügelt. Er sagte der Polizei, dass die Verdächtigen Jihab und sein Bruder Juaib seien. Die Polizei musste jedoch die Ermittlungen einstellen, da Munir nicht länger kooperieren wollte. Nur einen Tag später wurden Munir und Michael nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen. Bei der Untersuchung ihres Autos zeigte ihr Navi, dass die beiden auf dem Weg nach Warby waren und man fand Gegenstände, die auf ein gewaltsames Verbrechen hindeuteten. Höchstwahrscheinlich gegen Jihab und seine Gruppe gerichtet. Der Angriff konnte in diesem Moment verhindert werden, aber Ende Oktober wurden 2 Verbündete von Jihab beschossen. Niemand wurde verletzt, aber sie wussten alle, woher es kam. Ihr könnt wahrscheinlich erraten, was als nächstes passieren wird. Es kam zu einem Racheakt von Jihabs Seite aus. Am 29. November wurde Munir Jafer und eine andere Person gegen 20 Uhr, während sie in einem Auto fuhren, beschossen. Sie versuchten wegzufahren, fuhren jedoch irgendwann gegen einen Baum. Munir und die andere Person wurden schwer verletzt. An diesem Punkt scheint es niemals enden zu wollen. Nun, ich kann euch sagen, es wird nur noch schlimmer werden. Nach dem Vorfall führte die Polizei eine gründliche Untersuchung am Tatort durch. Noch am selben Abend wurden 7 junge Männer unter dem Verdacht festgenommen, auf irgendeine Weise in den Angriff verwickelt zu sein. Ein Anwohner fotografierte 2 der 7 Männer. Sie waren gerade 16 und 17 Jahre alt. In diesem Konflikt ging es eine Weile lang Schlag auf Schlag und doch blieben beide Anführer unversehrt. Am 18. Januar 2020 forderte Jihab schließlich ein Ende. Er wollte Michael für immer loswerden. Michael saß in einem Auto mit seiner Freundin und einem Freund in der Nähe einer Tankstelle, als aus dem Nichts ein Auto mit 2 Männern heranfuhr und das Feuer eröffnete. Nachdem 26 Schüsse abgefeuert worden waren, fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit davon und floh vom Tatort. War das das Ende? Gab es endlich einen Gewinner nach all den Auseinandersetzungen? Nun, anstatt ihr beabsichtigtes Ziel zu treffen, trafen die Männer alles, außer Michael. Sein Freund überlebte den Angriff nicht und die Freundin wurde schwer verletzt. Kurz nach dem Vorfall wurde Jonas El-Ghouradi verhaftet. Obwohl festgestellt wurde, dass er nur der Fahrer war, wurde er dennoch zu 17 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gerücht ging um, dass beide Männer so besessen davon waren, sich gegenseitig auszuschalten, dass es zu ihrem wichtigsten Ziel wurde. Jihab machte es Michael schwerer, indem er im Januar 2020 nach Spanien zog, aber es war noch nicht vorbei. Im Sommer 2020 durchsuchte die schwedische Polizei ein Geldwechselbüro namens World Exchange in Söldermalm, Stockholm. 15 Millionen Kronen, etwa 1,3 Millionen Euro, wurden an verschiedenen Stellen in großen Reisetaschen versteckt vorgefunden. Man benötigte einen Spürhund, um alles zu finden, so gut war es versteckt.
Der Besitzer des Wechselbüros war ein Mann in seinen 50ern. Der Anklage nach traf er kontinuierlich Vereinbarungen über den Umsatz von Bargeld mit Vertretern von 16 verschiedenen kriminellen Netzwerken und Personen. Er kommunizierte vorzugsweise über verschlüsselte Telefone. Sie schätzten, dass in den letzten Jahren mindestens 200 Millionen Kronen, fast 17 Millionen Euro an illegal verdientem Geld durch seine Hände gegangen waren. Diese Untersuchung begann, nachdem ernsthafte Verdächtigungen auftraten, dass das Wechselbüro in illegale Bankgeschäfte verwickelt war. An einem sonnigen Tag im Mai 2020 betrat ein 18-jähriger Junge das World Exchange Büro. Er war dort, um eine große Geldsumme abzuholen. Nachdem er das Geld vom Besitzer erhalten hatte, verließ er das Büro und verließ die Gegend. Was er nicht wusste, war, dass die Polizei das Treffen mit einer versteckten Kamera von der anderen Straßenseite aus filmte. Sie identifizierten den 18-Jährigen als einen Soldaten von Jihab Lamouri. Auf diese Weise hatte man Jihab Lamouri und sein Netzwerk als Organisation auf dem Radar, die das Wechselbüro gerne nutzte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass er das Wechselbüro häufig nutzte, um Geld einzuzahlen und abzuheben, sein Geld zu waschen und sein Geld in Länder wie Marokko und Tunesien zu senden. Am 1. August 2020 sollte es erneut zu einer Katastrophe kommen. Kurz vor 23 Uhr schickte Michaels Verbündeter Benjamin Mahdi eine Textnachricht an Michael, dass er zwei Mitglieder des Warby Networks im Stadtzentrum von Stockholm gesehen habe. Sie diskutierten darüber, ob genug Zeit bliebe, Waffen zu holen, bevor die beiden Mitglieder möglicherweise weggingen. Die Männer tauschten Nachrichten aus und waren sich einig, dass dies eine großartige Gelegenheit für einen Angriff sein könnte. Sie beschließen, ihre Pläne durchzuführen. Kurz nach Mitternacht trafen sich Michael, Benjamin und Hassan. In der Zwischenzeit kamen die Mitglieder des Warby Networks für einen kurzen Stopp am McDonald's in Northborough an. Michael, Benjamin und Hassan fuhren in einem weißen Audi mit falschen Nummernschildern zum McDonald's, ohne zu wissen, dass die drei Mitglieder des Warby Networks gerade gegangen waren. Es waren nur noch zwei andere Männer übrig, die zu einer anderen kriminellen Gruppe gehörten und Verbündete der Warby-Organisation waren. Ein Hagel von Kugeln wurde aus dem Audi auf die ahnungslosen Ziele abgefeuert. Sie überlebten zwar den dreisten Angriff, aber das gilt nicht für die 12-jährige Adriana. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. In der Zwischenzeit wurden Michael, Benjamin und Hassan den Audi und ihre Waffen los, aber es gab immer noch genügend Beweise, um sie zu verhaften. Beweise wie PGP-Nachrichten und ein Video von Michael im selben Audi, wie er mit einer Schusswaffe zielt. Dieser Vorfall schockte Schweden. Alle drei Männer erhielten lebenslange Haftstrafen. Würde dieses schreckliche Ereignis endlich das Ende dieses Konflikts bedeuten? Nun nicht direkt. In der Zwischenzeit gelang es einer weltweiten Polizeieinsatztruppe, Zugang zur verschlüsselten Messaging-Plattform EncroChat zu erhalten. Nach dem Zugang konnten sie jede einzelne Nachricht lesen, die von Benutzern über ihre PGP-Telefone gesendet wurde. Unter diesen Benutzern waren auch Jihab und sein Netzwerk. Die Polizei konnte alle seine Nachrichten lesen und einen starken Fall gegen ihn aufbauen. Sie waren sich bewusst, dass Jihab nach Spanien geflohen war und erließen einen internationalen Haftbefehl. Im September 2020 wurde Jihab festgenommen. Die EncroChat-Nachrichten brachten wirklich Schwung in die Ermittlungen und führten zu einer Vielzahl von Festnahmen. Insgesamt wurden 31 Personen verdächtigt, führende Rollen oder andere Verbindungen zum Warby-Network zu haben. Es war eine Seltenheit, dass so viele Personen einer Organisation auf einmal festgenommen wurden. Es wurde von der schwedischen Polizei als sehr großer Erfolg gefeiert. Bei der polizeilichen Aufarbeitung kamen einige interessante Informationen über Jihab und seine Mitangeklagten ans Licht. Sie hatten die Häuser mehrerer Frauen genutzt, um ihre Waffen und Sprengstoffe zu verstecken. Eine von ihnen war eine 68-jährige Frau. In ihrem Schlafzimmer fand die Polizei mehrere Schusswaffen, Schalldämpfer, Granaten und 7 Kilogramm Sprengstoff. In PGP-Nachrichten diskutierten die Männer des Netzwerks offen darüber, wie sie Waffen zur Wohnung der Frau bringen und von dort abholen. Sie nutzten auch das Zuhause einer 25-jährigen Frau. Ihr Zuhause diente als Versteck für Drogen. Die Polizei war überrascht von dem im Haus gefundenen Kokain, da es von sehr hoher Qualität war und etwa 97% Reinheit hatte. Jihab zahlte der Frau ihre Miete sowie andere Ausgaben, um ihr Zuhause als Versteck zu nutzen. Eine weitere 25-jährige Frau, von den Mitgliedern als Madame bezeichnet, bot ebenfalls ihr Zuhause als Versteck an. Die Polizei fand sowohl Drogen als auch Waffen in ihrem Schrank.
Insgesamt wurde Shihab nach einem sehr langen Prozess wegen versuchter Morde, Erpressung, Entführung eines jungen Rappers, Gefährdung der Öffentlichkeit, drei schwerer Waffenstraftaten, Geldwäsche und Drogenschmuggels zu 17 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Ich kann mir vorstellen, wie ihr jetzt denkt, warte was, Entführung eines jungen Rappers? Ja, Shihab soll im April 2020 die Entführung eines der größten Rapper Schwedens namens Einar angeordnet haben. Zwei konkurrierende Rapper, Hawal und Yasin, waren ebenfalls in die Verschwörung verwickelt. Im Oktober 2021 wurde Einar umgebracht. Ein interessanter Punkt ist, dass er eine Woche nach dem Anschlag eigentlich aussagen sollte, und zwar gegen unter anderem das Warby Network. Hatte Shihab auch den Anschlag auf ihn angeordnet? Dieser Fall ist so umfangreich und faszinierend, dass er ein separates Video verdient. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, bleibt dran. Nach der Verhaftung von Shihab und seiner Organisation schien Warby wieder zurück zur Normalität gekehrt zu sein. Wie gesagt, die Polizei feierte ihren Sieg gegen das Netzwerk, wenn auch nur für kurze Zeit. Neue Gruppen haben bereits die leeren hinterlassenen Plätze eingenommen und es scheint schlimmer zu sein. Diese Gruppen von jungen Männern gelten als gefährlicher, weil sie unorganisiert und ohne Nachdenken handeln. Vorerst bleibt Shihab für eine lange Zeit hinter Gittern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst bitte einen Like und einen Kommentar und teilt mir eure Gedanken mit. Vergesst auch nicht zu abonnieren, da ich mich langsam 30.000 Abonnenten nähere.